eine Minute werden. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist doch in der Tat absurdes Theater, Frau Freimuth und Herr Berger, was Sie uns hier in Ihrer Pseudo-Betroffenheit und mit Ihren kriminalistischen Einlassungen heute hier vorspielen. Da kann man nur sagen, Sie gehen, wie der Kollege Belders eben auch schon angemerkt hat, ja nicht gerade sparsam um mit markigen Sprüchen. Da ist die Rede von offenkundigem Geheimnisverrat, massiver Verunsicherung und nachhaltiger Zerstörung von Misstrauen, Bevormundung und bürokratischem Steuerungswillen, von Rechtsbruch, zukunftsfeindlichen Plänen und skandalösen Vorgängen. Und das alles in einer wilden Mischung aus Anschuldigung, Spekulation und Verschwörungstheorie. Und für mich stellt sich die Frage, welchen fachlichen Anspruch Sie eigentlich an sich selbst und welchen Anspruch Ihre Fraktion an eine seriöse Oppositionspolitik haben. Und wenn Sie die Frage stellen, Herr Berger, warum wir nicht darüber diskutieren, was Bund und Länder gemeinsam tun können für eine Verbesserung der Grundfinanzierung an den Hochschulen, dann sage ich Ihnen, dass Sie mit Ihren aktuellen Sondersitzungen, Ihren Anträgen und Fragestellungen nach dem Motto, hat Frau Ministerin Schulze das Parlament belogen, uns von den entscheidenden Sachdebatten ablenken. Und wenn Sie jetzt ganz konkret die 6 Milliarden € ansprechen, die der Bund für Bildung insgesamt bereitstellen will, dann würde mich hier und heute schon interessieren, wie konkret und für welche Maßnahmen denn dieses Geld eigentlich fließen soll. Außer einer unverbindlichen Zusage auf dem Papier ist mir bislang nichts bekannt, und Frau Wanka wäre gut beraten, endlich einmal klare Vorschläge auf den Tisch zu legen. Wie geht es denn konkret weiter mit dem Hochschulpakt zur Schaffung neuer Studienplätze, auch nach 2020? Wo ist denn Ihre Antwort auf die richtige Forderung nach Erhöhung der Programmpauschale? Wie genau wollen Sie denn den Hochschulen das Geld für eine Grundfinanzierung überhaupt zur Verfügung stellen, wenn sich im Grundgesetz nichts ändert? Wie gehen Sie eigentlich das konkrete Problem der unsicheren Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses und der prekären Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen an? Stattdessen unterhalten wir uns hier über vermeintliche Skandale und müssen uns wirklich zum x-ten Mal Ihre ideologischen Vorhaltungen zur angeblichen Abschaffung der Hochschulfreiheit in Nordrhein-Westfalen anhören. Dabei wissen Sie genauso gut wie wir, dass es schon aus rechtlichen Gründen geboten ist, das neue Steuerungsmodell von Hochschulrat, Leitungsebene und Senat, das mit dem sogenannten Hochschulfreiheitsgesetz deutlich übers Ziel geschossen ist, auf eine saubere rechtliche Grundlage zu stellen. Es gibt Nachsteuerungsbedarf. Es gibt Nachsteuerungsbedarf bei der Rektorenwahl und bei der Rückführung von Entscheidungskompetenzen auf den Senat. Ja, ich weiß nicht, haben Sie eigentlich die ganzen Verfassungsgerichtsurteile in den verschiedenen Bundesländern, in Brandenburg, in Hamburg, in Bayern nicht gelesen? Haben Sie sich gar nicht damit beschäftigt? Hier muss das letzte Wort bei der Hochschule liegen und nicht beim Hochschulrat. Diese nicht unwesentlichen Korrekturen zur Stärkung der Kollegialorgane und nicht zuletzt zur Sicherung der Wissenschaftsfreiheit sieht der aktuelle Gesetzentwurf vor. Und wir begrüßen es sehr, dass dieser, ich sage das ausdrücklich noch mal, jetzt zeitnah in den Landtag eingebracht werden soll, damit das eigentliche parlamentarische Verfahren auch noch einmal mit einer öffentlichen Anhörung aller wichtigen Akteure beginnen kann. Und dabei ist auch klar, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, dass nach der Struck'schen Logik kein Gesetz den Landtag so verlässt, wie es hineingekommen ist. Und das beherzigen auch die Koalitionspartner von Rot-Grün, Frau Freimuth und Herr Berger, ob Sie das nun gerne hören wollen oder nicht. Ich frage Sie, was für ein Parlamentsverständnis dahinter steht zu Ihren Äußerungen, die Sie da eben einfach mal so in die Runde gegeben haben. Und ich sage Ihnen, die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung in Bezug auf eine gute Lehre, nachhaltige Forschung, Gleichstellung und faire Arbeitsverhältnisse muss keineswegs einhergehen mit der Einschränkung von Autonomie und erst recht nicht mit der Wissenschaftsfreiheit. Freiheit und gesellschaftliche Verantwortung sind eben kein Gegensatz. Und eines ist auch klar, wir haben eine exzellente Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen, auf die wir stolz sind und die wir stärken wollen. Wir haben die Mittel für die Hochschulen trotz der schwierigen Haushaltslage in den letzten Jahren kontinuierlich und erheblich steigern können, sodass die Hochschulen in der Lage waren, auch den doppelten Abiturjahrgang hervorragend zu bewältigen. Und deshalb
ist das Märchen von der Rückentwicklung der Hochschulfreiheit, das Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, gerne oder ununterbrochen verbreiten, eine ziemliche Unverschämtheit. Und vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich mich freuen, wenn wir bald auf einer sachlichen Grundlage miteinander reden könnten über das, was für unsere Hochschulpolitik und für das Land Nordrhein-Westfalen wirklich wichtig und entscheidend ist. Die heute vorliegenden Anträge von CDU und FDP tragen zu dieser Versachlichung sicher nicht bei, und ich kann jetzt schon sagen, dass wir sie ablehnen werden. Herzlichen Dank. Applaus